Hallo und herzlich willkommen zu GamesTV24 Daily, dem täglichen News-Video-Überblick. Wir starten direkt mit PlayStation VR. Ja, da hat ein Schweizer Händler einfach mal ganz dreist gesagt, ihr könnt das bei uns vorbestellen und zwar für den und den Preis und zu dem und dem Datum. Und das ist 498 Schweizer Franken, das wären 455 Euro. Ja. Das, die Seite microspot.ch, ich kannte sie nicht. Ich auch nicht. Da kann man das Ding jetzt wohl vorbestellen zu dem Preis, den du gerade genannt hast. Es ist nicht ganz klar, woher diese Infos stammen. Sony hat da noch nichts dazu gesagt. Also das offiziell ist da noch gar nichts bestätigt. Das ist nämlich genau das Ding. Gut, wenn man sich den Preis mal anschaut, könnte schon sein. Also es klingt einigermaßen realistisch. Es klingt logisch, ja. Ja. Es gab ja vorher auch so diese, ihr wisst schon, diese Analysten bzw. auch Leute von Sony haben gesagt, das wird wohl so den Preis einer neuen Konsole haben. Und es wäre ja dann ungefähr in diesem Bereich, 455 Euro. Es wäre günstiger als die Oculus Rift, die ja über 700 Euro kostet. Was auch logisch ist. Ist ja auch eine andere Technik, eine etwas schwächere Technik, muss man dazu sagen. Und es spricht natürlich auch ein bisschen die Konsolenwelt an und nicht diese High-End-PC-Welt. Ja. Jetzt mal ohne das Werten zu meinen oder so. Aber ja, wir sind gespannt. Sony hat sich bisher nicht dazu geäußert. Laut dieser Seite erscheint das Ganze am 30. Juni 2016. Das ist wahrscheinlich aber ein Platzhalter, weil da endet das Quartal. Ja. Und wie das halt immer so ist auf diesen Händlerseiten, da geben sie dann als Platzhalter das Ende des Quartals an. Genau. Soll ja irgendwie im ersten Halbjahr noch kommen. Wir wissen noch nichts. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald wir was wissen. Ich habe auch mal nachgeschaut, wer jetzt ein Oculus Rift bestellen will, der muss schon bis Juli 2016 also noch einen Monat länger. Genau, also noch einen Monat länger warten. Das Ding scheint sich also auch ganz gut zu verkaufen. Zumindest, wie man das so beurteilen kann als Außenstehender. Wir sind gespannt. Jetzt, ob wir euch jetzt empfehlen, da vorzubestellen in der Schweiz. Nee, können wir nicht, weil ich kenne den Shop nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie Quatsch ist, was da steht. Also vielleicht sollte man da doch lieber warten, bis es offizielle Infos gibt. Aber die müssten ja dann auch jetzt bald kommen. Ja, also wäre zu erwarten. Wenn das schon im ersten Halbjahr noch rauskommen soll, also die ganzen VR-Sachen kommen ja im ersten Halbjahr, dann sollte Sony da mal was sagen dazu. Genau. Weil Oculus und HTC machen es vor. Also Oculus hat ja schon die Karten offengelegt, HTC macht das im Februar. Jetzt muss Sony auch noch. Jetzt muss Sony da genau nachlegen. Denn auch 400, also um die 400 Euro, 455 Euro ist eine Investition. Für die Normalsterbliche will das gut überlegt sein, ob man die tätigen will. Und es gibt ja auch Leute, die sowohl einen PC haben als auch eine Konsole und da vielleicht hin und her gerissen sind. Was hole ich mir denn jetzt? Ich habe Bock auf VR grundsätzlich. Ich glaube, das ist so das Ding. Ja. Will man eine offene VR-Brille haben, also Open Source, so Oculus, würde sich da anbieten. Möchte man damit rumlaufen und so kiekige Sachen ausprobieren, das wäre dann eher so HTC. Oder möchte man wirklich damit spielen, einfach nur spielen und vielleicht sogar partymäßig was machen, dass jemand bei PlayStation VR gibt es ja diese Partyspiele, wo einer die Brille auf hat und die anderen spielen mit dem Controller quasi. Ja. Der ist dann eher bei PlayStation VR. Der ist eher bei PlayStation VR. Und dann gibt es natürlich die HoloLens noch, ne? Von Microsoft. Genau. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Ihr wisst schon, das ist diese Brille, die nicht wirklich so VR, die schon VR ist, aber ihr seht quasi den normalen Raum vor euch und da werden dann sozusagen ja, es Objekte. Ist Augmented Reality. Augmented Reality. Genau. Das gab es früher auch schon mit Handys. Ja. Aber Microsoft zeigt das auf ein ganz neues Level. Genau. Wir sind gespannt, wie das Ganze weitergeht. Mittlerweile ist ja auch die Alpha gestartet zu Eve Valkyrie und da werden wir sicherlich auch bald berichten, wie das denn so ist. Wir haben ja zum Beispiel von der Oculus Rift so ein Development Kit bei uns zu Hause liegen noch. Ne? Das haben ja Pressevertreter oder Leute konnten sich das da ja bestellen und da werden wir dann mal schauen. Ansonsten warten wir genauso wie ihr auf die fertigen Produkte in Sachen VR. Genau. The Division wird im März fertig. Richtig. Aber da wird was Essentielles fehlen, was für ein MMORPG gar nicht so unwichtig ist, und zwar das Handelssystem. Hat mich ein bisschen überrascht, diese Meldung, muss ich sagen, denn The Division will ja ein mehr so in diese MMO-Richtung, MMO-Game-Richtung gehen. Böse Stimmen sagen ja, Mensch, das ist so ein aufgeblasener Taktik-Shooter, mehr ist das ja gar nicht.
Wir sind sehr gespannt. Ende des Monats startet ja die Beta. Wir haben auch einen Bericht bei uns auf der Webseite zu The Division. Der Nico Balletta konnte da spielen, das 4 Stunden lang. Das habe ich mir angeschaut. Ja, das hat sehr MMO-lastig eher gesagt ausgesehen. Also am Anfang dachte ich, das wäre mehr so Taktik-Shooter, aber das sieht komplett nach MMO aus. Ja, aber so komplett ohne Handelssystem. Ich meine, du willst ja auch Gegenstände tauschen. Mit wurde ja nicht ausgeschlossen. Creative Kollegen. Director Julian Garrigti hat ja gesagt, dass das erstmal wohl nicht implementiert sein wird. Also es kann ja auch nachher noch kommen. Aber zum Launch wird es kein Handelssystem bei The Division geben. Genau, müssen wir auch nochmal abwarten. Aber ist ja bald soweit. Bald soweit, das können wir auch verkünden, freue ich mich auch sehr drüber, erscheint die neue PC Games, nämlich nächste Woche Mittwoch liegt sie am Kiosk aus. Die Abonnenten kriegen es natürlich immer ein bisschen eher, mit etwas Glück. Und was ist darin enthalten? Ja, das hier ist darin enthalten. Sieht man das von da vielleicht? Hinten im Hintergrund ist Doom ganz groß hier aufgebaut. Wir haben eine Ausgabe gemacht, beziehungsweise die Kollegen von PC Games haben eine Ausgabe gemacht, die ganz im Zeichen von Doom steht. Ja, Doom wird gehuldigt, Vollversion, Doom 1 und Doom 2 sind dabei. Nachdem sie jetzt nicht mehr indiziert sind, können wir das auch machen. Ja. Und natürlich Reports, vor Ort waren wir. Peter, du warst da, ne? Ja, ich war auch da. Ich durfte jetzt die ganze Zeit nicht drüber sprechen, aber jetzt darf ich endlich drüber sprechen. Ja. War super. Und der Peter wird das in aller Ausführlichkeit auf 8 Seiten da in der PC Games schreiben, was da alles passiert ist. Genau. Und ein Poster gibt es auch noch, ein Wendeposter. Ein Wendeposter. Insgesamt das ganze Thema über 20 Seiten in der nächsten PC Games Doom. Und natürlich die beiden Vollversionen zu Doom 1 und Doom 2. Da kann man nochmal ein bisschen so in der Geschichte mitschwimmen, mitspielen. Wir haben natürlich auch Mods dabei, aktuelle und Infos und so weiter. Also das solltet ihr euch wirklich im Hinterkopf behalten. Ich werde das Heft dann auch noch vorstellen in meiner Rubrik, wo ich immer so Hefte durchblätter. Das gefällt ja vielen von euch. Und dann gucke ich mal da genauer rein. Ja. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt darauf. Also Doom. Das nächste Thema hat mit Doom eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es ist eigentlich eher so genau das Gegenteil zu Doom. Ja. Zum einen Echtzeitstrategie und zum anderen auch noch Entwicklungshilfe und so weiter. Also etwas ganz, ganz, Genau. Es geht um den deutschen Indie-Entwickler Chris Bernecker und der hat ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem er die Entwicklung eines Echtzeitstrategiespiels im klassischen Sinne, also sprich Command & Conquer, möchte er finanzieren. Aber der Clou ist, dass 50% der Einnahmen an diesem Spiel wandern an Flüchtlingsinitiativen und Hilfsorganisationen. Und damit sind zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen gemeint oder so UNICEF, was es da nicht alles gibt. Ich finde, das ist eine äußerst sympathische Geschichte. Deswegen finde ich, sollten wir darüber auch hier berichten und euch da einfach mal drauf hinweisen. Man plant 250.000 Kopien des Spiels auf diese Art und Weise zu verkaufen und die dann jeweils für 20 Euro. Und wie gesagt, von diesen 20 Euro würden dann 50% an die Hilfsorganisationen gehen. Ja. Zum Spiel an sich, es wird mit der Unreal Engine 4 gebaut. Spieler übernehmen da sind die Rolle einer von Nationen und Religionen unabhängigen Eingreiftruppe, darauf spezialisiert, in Krisengebieten zu operieren. Ja. Hört sich ein bisschen nach UN an. Richtig. Also klingt auch ziemlich interessant. Wir sind mal gespannt, wie das Ganze wird. Wie gesagt, wenn ihr da mitmachen wollt, wir blenden jetzt mal die Internetadresse unten ein. Könnt ihr euch mal selber anschauen, da ein bisschen recherchieren. Und es gibt wohl auch so eine Lotterie, da kann man irgendwie für 5 Euro kann man da teilnehmen. Es gibt auch noch Sachen zu gewinnen. Mhm. Ja. Frage ich mich, inwiefern da die UN wirklich mit dem Spiel involviert ist, ob der das jetzt so auf eigene Faust gemacht hat und das halt dann spendet. Spannende Frage. Oder ob die da den auch wirklich unterstützen da beistehen. Spannende Frage. Mhm. Also ich denke mal. Also es interessiert mich auf jeden Fall, was da dabei rauskommt. Dann schauen wir mal und schauen wir uns das Ganze dann nochmal ein bisschen genauer an. Wie gesagt, Link blenden wir ein. So, apropos gewinnen. Es gibt natürlich auch wieder heute was zu gewinnen. Ihr kennt das ja jetzt schon. Wir haben ja derzeit die Gewinnspielwochen bis zum 3. Februar noch. Mhm. Also bis übernächste Woche Mittwoch. Und da könnt ihr schöne Sachen bei uns gewinnen. Spiele sind es. Abos sind es und für mich ist immer das Schönste, ich komme morgens hier rein und dann ziehe ich den Gewinner, ohne zack, und dann kann ich jemandem eine E-Mail schreiben und sagen, Mensch, du hast gewonnen. Mhm. Das ist wirklich schön. Ja.
Macht mir Spaß. Möchte ich gerne weitermachen, möchte ich auch gerne morgen machen. Was wir heute wieder verlosen, sind Abos. Und zwar von allen möglichen Heften, die wir hier so im Verlag haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr zum Beispiel ein Abo haben von der PC Games. Dann haben wir hier eine BAFT beispielsweise, die gibt es auch im Abo. Die Games aktuell und die Play 4. Und genau, das sind sie. Schreibt einfach, welches Heft ihr davon gerne haben möchtet. Die Widescreen haben wir noch für Filmfans. Könnt ihr auch ein Abo abstauben, wenn ihr das mögt. Einfach reinschreiben, welches Abo ihr wollt. Und beim Gewinner melde ich mich morgen mit weiteren Details. Genau. Das Ganze und das Lösungswort nicht vergessen. Genau. So sieht's mal aus. Und ja. Heute sind aber auch noch einige Spiele erschienen, die eigentlich schon erschienen sind. Ja. Und zwar zum einen ein Early-Access-Spiel, ja. Darkest Dungeon, kennen vielleicht ein paar Leute. Das ist heute voll erschienen. Also nicht mehr Early-Access. Ja. Und zum anderen Blade and Soul. Genau. Das ist ein Free-to-Play-MMO, das schon seit 2012 in Korea, ja. Sagen wir mal, sehr erfolgreich ist. Ist jetzt auf den hiesigen Markt sozusagen angepasst worden. Also Leute, die sowas mögen, die können sich das heute besorgen. Übrigens zu Darkest Dungeon haben wir gerade eben noch ein Testvideo fertig geschnitten des Kollegen David Bergmann. In dem Moment, wo ihr das jetzt auch schon in der App zu sehen seid. Genau, werdet ihr, könnt ihr in der App sehen. Ja, apropos App, Gewinnspiel haben wir gerade gesagt. Nicht vergessen, Lösungswort schicken an unsere E-Mail-Adresse. Und wenn ihr jetzt denkt, sag mal, wo ist denn das Lösungswort? Dann schaut ihr dieses Format wahrscheinlich nicht in der App. Nicht in der App, sondern auf unserer Webseite oder bei Facebook oder sonst wo. Um teilzunehmen, müsst ihr tatsächlich das Video in der App sehen. Hm? Und da blenden wir das Lösungswort ein, denn GamesTV24 ist natürlich hauptsächlich diese Mobile-App und natürlich möchten wir, dass ihr euch das installiert. Lohnt sich auch. Ist kostenlos. Ist natürlich kostenlos, also für iOS, für Android und für Windows Mobile. Und neben uns zwei Nasen seht ihr da ja auch regelmäßig ganz, ganz viele tolle Spielevideos, Testvideos, Let's Plays, Trailer, was es nicht alles gibt an Videos. Einfach mal reinschauen, über 20.000 Videos in der Datenbank. Also wenn man die Suche verwendet, dann findet man eigentlich zu jedem, ja, jedem Spiel. Jetzt genug Eigenwerbung. Genug Eigenwerbung, Schluss damit. Morgen geht's weiter mit Eigenwerbung und natürlich auch und weitere gewinnen. News. Und natürlich vor allen Dingen auch die News. Bis dann.